Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu dem 21. Part von New Super Mario Bros. U Deluxe auf der Nintendo Switch. Auf der Nintendo Switch. Muss ich immer so machen. Beim letzten Mal haben wir, ich glaube, 4 Level geschafft. Und das finde ich echt gut. Ich vergesse schon immer, wie viele Parts das jetzt sind. Aber das ist schon toll, wie weit wir jetzt schon sind. Es sind nicht mehr viele Level. Gerade sind es noch 2. Aber ich habe das Gefühl, ein Level wird noch auftauchen. Also das Final Level, würde ich so sagen. Aber die Lucky Tours sind voll im Weg. Oh lol. Ich weiß zum Glück jetzt auch die Star Coins von diesem Level. Das nächste Level muss ich auf jeden Fall schauen. So. Ich brauche auch sowieso eine Lakito-Wolke. Aber dauert noch ein bisschen. Sehr gut. Das müsste hier sein irgendwo. Wo ich durch müsste. Ja, genau. Ich gehe mal andersrum. Ja, ich glaube, ich muss auch andersrum. Ja, muss ich. Oh, lol. Gut, die verschwinden. Das Level habe ich ja leicht geschafft. Das hat ja nicht so lange gedauert. Na gut, schauen wir mal gleich die nächsten Star Coins. Okay, ich habe auch gerade gesehen, es wird noch ein letztes Level geben. Aber erstmal müssen wir das machen. Mysterium der Morgensternfestung. Okay, also ich habe schon gesehen, worum es sich handelt. Domtendo hat ja auch einmal doof verkackt, sage ich mal so. Oh, warten, ist noch ein bisschen zu früh. Alter, ich wollte jetzt auch nicht so behindert. Scheiße. Gut, ich habe keine andere Wahl, als ohne Faisanchen jetzt hier zu machen mit Mario. Vor allem jetzt gerade ist es möglicherweise der letzte Part. Und ich spiele mit Mario. Was soll man machen? Okay. Na, scheiße. Ey! Da kommt schon die Lächerlichkeit. Na schön. Ich habe noch ein Feisthörnchen. Aber ich glaube, ich nehme lieber erstmal einen Propeller. Man weiß halt echt nie, ne? Man weiß echt nie. Okay, auf geht's. Shit. Das war knapp. Eisblume? Was damit? Ich nehme die Eisblume. Ey! Wie soll ich denn sonst durchkommen? Das check ich nicht. Zählt mal mit, wie viele Fails ich habe, also jetzt in diesem Level. Ich habe schon 2, also soweit ich weiß. Okay, es ist Zeit für Faisanchen. Es ist Zeit dafür. Let's go, komm schon. Komm schon, Mario, du schaffst es. Das erste Level hast du voll kurz gebraucht. Also kriegst du auch das hin. Warten wir erstmal. Sehr gut. Ja, bei dem check ich nicht. Wie soll ich da durch?
Okay, ich habe schon verstanden, aber trotzdem Bullshit. Ich weiß sonst nicht allgemein, wie man da bitte durchkommen soll. Ich check's nicht. Ist das scheiße da? Ja, sonst wäre ich wahrscheinlich runtergefallen. Was hätte ich machen sollen? Ich brauche irgendwie Stern oder so. Wollen wir mal in der Umgebung schauen. Also hier werden es safe keine Sterne geben. Aber in anderen Pilzhäusern. Also jetzt außerhalb der Superstar Boulevard. Oder Boulevard, was auch immer. Scheißegal. Okay, Feißhörnchen. Gutes Zeichen. Davor habe ich eigentlich, also bevor ich angefangen habe, habe ich den in der Sandkuchenwüste schon eingesammelt. Deswegen ist jetzt keine gute Idee, zur Sandkuchenwüste zu gehen. Außer ich soll Gegner besiegen. Okay, dann habe ich keine andere Wahl. Hier gibt es keinen Stern, aber einen Pilz. Hm? Und beim letzten Mal, so ein paar Mal, entweder mit Aufnahme oder ohne, gab es hier Stern. Ah ja, verstehe. Wen juckt diese scheiß Pichette-Krone? Wen juckt das? Und wen juckt dich tot? Ich kann dich einfach nicht leiden, weil du immer hier bist. Du bist einfach überall. Egal, wir sind jetzt wieder Freunde. Das ist zwar der Mini-Dialog. Was soll man dazu sagen? Den Pilz werde ich noch nicht benutzen. Vor allem, ich dachte gerade die ganze Zeit, die Mini-Pilze könnte ich gebrauchen. Ja, hat man gesehen. Achso, Leute, ich will ihn doch... Wollt mit ihm kämpfen. In Smash Brothers. Was soll man machen? In Smash Brothers Ultimate. Gut. Hier kommt ja sowieso ein Stern raus. Sehr gut. Ein Stern. Ich würde es noch einmal kämpfen. Machen wir gleich in der Sandkuchenwüste. Vielleicht kommt da doch noch ein Feißhörnchen-Item. Und dann gehen wir nochmal zurück zur Superstar Boulevard. Das ist halt... Also es gibt nur noch zwei Level. Und die müssen wir machen. Okay, wie es aussieht, gibt es kein Feißhörnchen-Item. Okay, sieht nicht so aus. Wir gehen zum Goomba. So. Bei Fireborough habe ich schon... paar Mal verkackt. Oh lol. Diesmal Big Goombas. Okay. Okay. Ich hab gerade ein bisschen Angst, dass ich aus Dummheit verkacke. Okay, noch den da. Ja, sehr gut. Ist das euer Scheiß Ernst? Halt's Maul einfach. Halt's Maul! Es war meine Entscheidung, noch zu ihnen zu gehen. Okay, warten. So, besser. Ja! Ja! Das habe ich gewollt! Das habe ich gewollt! So, okay. Ich glaube, fürs Erste kann es reichen. Es sei denn, also ich hole noch ein Feißhörnchen-Item. Wartet, dann nehme ich erstmal... das hier, okay. Ich weiß, wo es noch einen gibt. Nämlich in den Eiswürfel-Eisfällen. Da gehen wir einfach noch schnell hin, sagen mal Hallo und danach verpissen wir uns wieder. So, eingesammelt. Also die Pichette-Krone wird uns nichts bringen. Mario ist heute dran, nicht Toadette. Und ich möchte auch nicht Toadette spielen. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich überhaupt mal Toilette gespielt habe. Ich weiß es immer noch nicht. So, auf geht's. Wieder da rein. So. Nehmen wir auch gleich den ersten Stern. Okay. Irgendwie kommt es mir so vor, am Anfang muss man mit einem Stern durch. Das kommt mir halt echt so vor. Wow.
Okay, warten wir noch. Okay, warten wir wieder. Alter, was mache ich bitte? Egal, egal. Ach ja, da muss man hier rauf. Aber danach wird's schwer. Danach wird's schwer, Leute. Jetzt gerade. Das. Ich dachte gerade, es wären 4, aber eigentlich sind es 3. Okay, scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Nein. Nee, jetzt. Wenn ich es nicht erwische. Was soll man machen? Was soll man machen, Leute? Komm, ich krieg das schon hin. Wir müssen, wie es davor, machen. Nur, ich darf den Propeller halt wirklich nicht verlieren. Den brauchen wir noch. Also für Notfälle halt. Sehr gut. Okay, wir sind schon mal weit gekommen. Genau hier, wie davor. Okay, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Oh, geschafft. Ach du Scheiße. Jetzt Maul. Okay, okay. Jetzt machen wir es richtig, okay? Let's go. Warten wir natürlich, ne? So. Ein bisschen wird es noch halten. Ist ja egal, ich krieg ja wieder Eisblume. Da hilft auch die Eisblume natürlich. Weil man dann einfach die easy durch kann. Also ohne, dass diese Mistviecher dann im Weg sind. Bald ist es soweit. Müssen wir den letzten Starcoin holen. Okay, das war knapp. Irgendwie hier. Hier in der Nähe. Scheiß drauf. Scheiß drauf, dann bin ich halt klein. Okay. Warten wir ab. Okay, das heißt, ich muss es ganz anders machen. Okay, ich bin weit gekommen. Ne? Ich bin weit gekommen. Schon mal ein Lob. Aber schwer wird's trotzdem. Okay, nehmen wir wieder den Propeller und probieren wir es noch einmal. Wir müssen es ja durchkriegen, sonst ist ja Bullshit. Okay, leider kann ich jetzt nicht in Speedrun-Mode machen. Oh ne, das war ein Fehler. Das ist ein Fehler. Oh, lol. Ich habe meinen Fehler wieder gut gemacht. Wie soll ich da durchkommen? Oh. So geht's auch. Okay. Das war ein bisschen merkwürdig. Ein kleines bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Okay, ich wollte wenigstens anders machen. So, gehen wir gleich hier runter. Sehr gut. Dann können wir auch gleich hier durchgehen. Natürlich werde ich davon getroffen. Okay, wir müssen ja sowieso rennen. Okay, go!
Okay, yeah. okay, lass ich lieber. So, auf geht's. Egal. Oh, lol. Ich wollte eigentlich einmal so wie ein Flexerboy machen. Natürlich wird es nix. Als ob, schon wieder? Nein. Okay. Besser als nichts. Hier ist leider nichts mehr. Okay, verstehe. Müssen wir durchschauen, wie es aussieht. So, und go. Wieder warten, weil das Vieh hier im Weg ist. Und das Ding hier auch. Gut, passt. Sehr schön. Bin noch drin. Ich bin noch im Rennen. Okay, warten wir noch. Warten wir ein Stück. Ich hab B gedrückt. Aber nein, der denkt so, oh, ich rutsch mal mit Absicht aus. Ne? Damit der sich schön ärgern kann. Diesmal Feißhörnchen. Wieso musste immer so in diesem Moment es machen? Wieso? Erklärt es mir mal. Was ist daran bitte so wichtig, dass es extra so machen muss? Oh, scheiße, ich wollte es anders machen. Kann ich ja jetzt vergessen. Toll. Sehr gut. Ist mir scheißegal. Ich gehe weiter. Okay, komm, ich schaffe es. Komm. Ich krieg das hin, Leute. Glaubt an mich. Sieht, glaubt einfach an mich, dann klappt es. Ja, geil! Als ob! Okay. Ist mir egal. Oh! Habt ihr es gesehen, Leute? Oh mein Gott! Ein Echo an mein Mikrofon! Also, gerade wirklich. An meinen Ständer. Also, okay. Ich meine... Aber... Leute! Ich hab die Flasche bekommen! Yes! Yes! Ja! Oh mein Gott! Yes, Mann! Letztes! Das wirklich allerletzte Level! Ich schau. Starcoin. Okay, ich verstehe schon, worum es sich handelt. Okay, ich brauche wenigstens Propeller. Na schön. Gehen wir kurz zum Store!
I take it to the candy shop. Da, 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 da. Wieso singe ich das? Scheiße, hieß drauf. Fuck. Ich weiß nicht mehr. Okay. Wenigstens Propeller. Propeller ist das Wichtigste, Leute. Oh mein Gott. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zum letzten Level. Vor allem die Starcoins sind natürlich das Wichtigste. Und da habe ich gerade gesehen, ich kann mich sogar auch noch erinnern, wie damals, als ich offline gespielt habe, dass das nicht unbedingt toll sein wird. Sag ich mal so. Weil die Starcoins müssen, also gut, der erste kann man warten, aber der zweite, der ist der Wichtigste. So, dann wird er schon mal verschwinden und ich kann einfach hier rauf gehen, okay? Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist gleich auf dem Weg. Der müsste in der Nähe von hier sein. Wir bräuchten auf jeden Fall einen Cooper. Mal sehen. Hier, nicht wahr? Nein. Noch nicht. Scheiße. Achso, lol. Der folgt schon. Okay, warten wir ein Stück. Da. Nein, als ob. Oh, ich bräuchte noch einen Cooper. Vielleicht finden wir einen, wenn wir zurückgehen. Da sind Coopers. Ich bräuchte nur einen. Ich hab einen. Schnell. Komm, Leute. Damit ich's hinter mir hab. Genießt ihr es gerade so wie ich? Es ist vorbei. Das letzte Level haben wir gemacht. Kaum zu glauben. Es ist vorbei. First try bei diesem Level und das davor eben nicht. Aber ich habe alle Sternmünzen eingesammelt. Somit gehen wir zur geheimen Insel. Ich gehe auch noch extra hin. Auf zur geheimen Insel. Hier sieht man einige Infos. Merkt es euch einfach oder könnt einfach so. Da sieht, ich habe keine hochgehobenen Mitspieler gehabt. Also ich habe alles alleine gespielt. Monde gab es auch nicht, wie man sieht. Sternmünzen alle 249. Reichte Zielfehle, bla bla. Mit Yoshi erreichte Ziele. Nur eins! Ja, moin. Die Credits. Genieß sie einfach mit mir. Es ist vorbei. Und ich genieße von diesem LP die letzte Adelholzener Eistierflasche. Ich kann ja auch einfach in die Küche gehen und einfach neue Flaschen. Und ich habe noch einige. Ich würde auch schon mal mit diesem Party beenden. Auf jeden Fall danke an alle, die zugeschaut haben bei diesem LP. Wir machen auf jeden Fall mit dem zweiten LP weiter, dass ihr demnächst, also währenddessen sehen werdet, wie auch immer. Das ist schon seit Monaten gedreht worden. Ich habe es auch seit Monaten entschieden, dieses zweite LP auch zu machen. Na gut, schon mal, ich weiß, es gab ein paar Rages. Ein paar Rages natürlich. Aber
Wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Haha, ne Spaß. Na gut, das war's. Also, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da bei jedem Part. Ein Abo, damit ihr keine Videos verpasst, als auch die Glocke zu aktivieren. Ihr könnt gerne auch Feedback zu allgemein dem LP sagen. Ich weiß, ich habe kaum gecuttet, aber das habe ich so gesagt. Ich habe es so gesagt. Und, ja, wir sehen uns beim nächsten LP-Projekt. Bis dann, Leute.